Herzlich willkommen im Helaba Webbanking. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie eine SEPA-Überweisung erfassen. Bewegen Sie den Cursor auf den Menüpunkt Zahlungen und wählen Sie im aufklappenden Menü den Unterpunkt Überweisung aus. Wählen Sie nun einen Auftraggeber und ein zugehöriges Konto aus. Wählen Sie dann einen Begünstigten und ein zugehöriges Konto aus. Dann können Sie einen Verwendungszweck angeben. Sie haben die Möglichkeit, Ihre gewünschte Priorität und den Ausführungstermin festzulegen. Wählen Sie nun die Währung Euro aus und geben dann den Betrag ein. Es wird nun automatisch die Zahlungsart SEPA-Überweisung hinterlegt. Bei Bedarf können Sie weitere Zahlungsdetails festlegen. Um die Zahlungserfassung abzuschließen, klicken Sie auf Speichern. Statt Zahlungen manuell zu erfassen, können Sie auch Zahlungsverkehrsdateien importieren. Bewegen Sie dazu den Cursor auf den Menüpunkt Zahlungen und wählen Sie im aufklappenden Menü den Unterpunkt Zahlungen importieren aus. Wenn Sie die gespeicherte Zahlung nun autorisieren möchten, bewegen Sie den Cursor auf den Menüpunkt Zahlungen und wählen im aufklappenden Menü den Unterpunkt Offene Zahlungen aus. Sie sehen nun eine Auflistung aller offener Zahlungen. Wählen Sie die zu autorisierenden Zahlungen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Autorisieren. Geben Sie nun den VASCO-Code ein, der auf Ihrem Token angezeigt wird, und klicken Sie auf die Schaltfläche Autorisieren. Ihre Zahlungen werden abhängig von Ihrer Berechtigung entweder direkt an die Bank übermittelt oder liegen zur finalen Freigabe im Menüpunkt Zahlungen unter Verteilte elektronische Unterschrift bereit. Das Cash-Management der Helaba. Für Lösungen so individuell wie Ihr Unternehmen.